herzlich willkommen bei Deko Ideenreich. Wer mich und meine Videos jetzt schon ein bisschen länger kennt, weiß, dass ich Kränze sehr gerne mag. Und da lädt die Frühlingszeit mit all den Materialien, die die Natur so zur Verfügung stellt, besonders dazu ein, sich da so einen Kranz zu machen. Und ich habe einen ganz tollen Kranz für euch heute vorbereitet und das möchte ich euch jetzt zeigen. Was ihr dazu braucht, sind Zweige von Weiden. Ihr könnt an Flüssen oder Bächen schauen. Hier, das sind jetzt Zweige von der Trauerweide, die gehen besonders gut, weil sie so fein sind und dünn. Ganz wichtig ist es, dass die Zweige biegsam sind. Ich habe das auch mit Birke versucht, aber selbst die dünnen Zweige der Birke brechen. Also bleibt euch wirklich nur übrig, ihr müsst nach Weiden suchen. Dann braucht ihr Moos, dann eine Baumschere, Bindedraht und eine Drahtzange und dann eine Kranzunterlage. Ich habe mir hier wieder aus Zaundraht selber diesen Ring gebogen, den ich dann mit Zeitungspapier verdicken werde. Oder ihr könnt einfach auch so einen Strohrömer, so einen Rohling benutzen. Und um diesen Ring etwas zu verdicken, nehme ich jetzt so einen großen Bogen Zeitung und falte den so der Länge nach. Und dann nehme ich mir zwei solche gefalteten Bögen, lege einen von außen, einen von innen dahin, fixiere den mit meinem Draht und so mache ich das dann ganz außen herum. Und dann reicht es vollkommen, wenn ihr mit groben Schlaufen diese Zeitung um diesen Ring fixiert. So sieht der vorbereitete Kranz aus und jetzt geht es dran, die Weidenzweige zurechtzuschneiden. Dann nehmt ihr am besten immer so diese äußeren, dünneren, gut verzweigten Stücke. Die Zweige haben ungefähr so eine Länge von 40-50 cm und nun fasse ich dann immer so ein Bündel von Zweigen zusammen. Ich habe mir jetzt überlegt, wie ich beschreiben könnte, wie viele Zweige das sein sollten oder wie dick dieses Bündel sein sollte, aber mir ist da jetzt kein passender Vergleich eingefallen. Am besten ist, ihr schaut da jetzt ganz genau her oder ich könnte sagen, es ist vielleicht so 1,5 Daumen dick und könnt es dann einfach auch mal so zusammennehmen und zu einer Schlaufe biegen und wenn euch das dann gefällt und genug füllig ist, dann könnt ihr das einfach so belassen. Und von diesen Bündeln braucht ihr jetzt in der Kranzgröße, die, wie ich sie jetzt hier gemacht habe, mit so einem Durchmesser von 25 cm, habe ich ca. 21 solche Bündel gemacht. So, und jetzt nehmt ihr dieses Bündel, verdreht es ein bisschen in sich und legt es dann zu so einer Schlaufe. Und ca. 6, 7, 8 cm weiter unten fasst ihr das dann mit einem Draht zusammen, den schlinge ich zweimal herum und verzwirbel den dann so am Ende. So, und jetzt kürze ich mir diese Bündel noch ein, so circa 1-2 cm unterhalb dieser Bindestelle vom Draht. Und wenn ich so überstehende Zweige habe, die kann ich auch einfach zurechtstutzen. Das heißt, ich frisiere mir meine Schlaufen. Ihr beginnt jetzt den Kranz mit einer Moosschicht. Das heißt, ihr braucht ein längliches Stück Moos, was wirklich den Kranz von ganz unten einmal drüber bis auf die andere Seite unten gut bedeckt, dass man dann nachher auch nichts mehr von diesem Zeitungspapier sieht. Und dann befestigt ihr das Moos einfach mit einer Schlaufe oder mit einer Schlinge Draht. Zieht es ein bisschen fest und fertig. So, und die nächste Schicht, so leicht gefächert, kommen jetzt diese Schlaufen zum Einsatz. Ihr legt quasi eine Schlaufe innen, eine mittig, die steht sogar ein bisschen weiter nach hinten und dann deckt noch eine Schlaufe die Außenseite ab. So, wenn das jetzt zu knifflig ist, diese drei Schlaufen auf einmal festzuhalten und mit einer Drahtschlinge zu befestigen, kann das gerne auch zuerst mit einer Schlaufe tun, Draht drumherum schlingen, befestigen und dann die nächste. Und so Schritt für Schritt mit jeder Schlaufe einzeln. Und dann kommen wir schon zur nächsten Schicht mit Moos.
Schau, dass das Moos wieder die Schlaufen, auch den Draht gut überdeckt und dass es vor allem von ganz außen unten bis da innen unten reicht. Und dann fixiert ihr dieses Moos wieder mit einer Schlaufe Draht. Zieht es gut fest und sucht euch die nächsten weiten Schlaufen aus. Und da der Kranz ja so einen Radius vorgibt, ist es ganz gut, wenn ihr vielleicht innen euch Schlaufen, so Weideschlaufen aussucht, die ein bisschen kürzer sind oder bei denen dieses untere Stück ein bisschen kürzer geschnitten ist. Dann kommt ihr da besser um die Kurve. Das Ende von so einem Kranz ist ja immer so ein bisschen das Schwierige oder ein bisschen tricky. Und das zeige ich euch jetzt nochmal ganz im Speziellen. Dafür ist es ganz wichtig, dass ihr vielleicht diese weiten Schlaufen nochmal ein bisschen kürzer schneidet. Dann wieder die kürzeste oder kleinste in die Mitte unter die erste Moosschicht schiebt und eure anderen beiden Schlaufen entsprechend anordnet. Und jetzt, um diese sichtbaren Drahtbindungen noch zu überdecken, nehmt ihr nochmal ein kleines Stückchen Moos und legt es da auch nochmal drüber. Und dann könnt ihr das gerne mit zwei runden Draht nochmal richtig befestigen. Und das Ende funktioniert auch so wie bei meinen anderen Kränzen. Ihr schlagt den Draht nochmal über das Material, versteckt den ein bisschen, dreht den um, schneidet ihn ab und vernäht quasi dieses Ende unter so Drahtschlaufen. Legt es so zweimal da durch, zieht es fest und das hält dann auch. Und wie ihr diesen wunderschönen Kranz aus Naturmaterialien dekorieren könnt, habt ihr im Intro schon gesehen, ob mit schönen Frühlingsblühen oder auch schon im Hinblick auf Ostern mit Ostereiern. Das ist ja euch überlassen. Ich werde meinen jetzt in der Wohnung dekorieren mit Blumen und dann schauen wir mal, wer sich an Ostern drüber freuen kann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.